Hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir Mission 12 gemacht. Mission, ich meine Level 12, Deep Trouble. Ich muss mir angewöhnen, die Level hier vorzulesen. Jetzt machen wir High Time. Da ist noch ein Edelstein, okay. Also gut, einer. Einfach so spaghettisiert. Und ja, den Begriff gibt es wirklich. Lästigen kleinen Ratten wollt nicht nachgeben? Sammelt nur weiter Kristalle und ihr werdet schon sehen. Vielleicht bin ich mir nur ein, aber ich finde die Soundeffekte sind jetzt viel leiser. Ich weiß nicht wieso. Ich höre gar nichts mehr von den Soundeffekten. Vielleicht bin ich mir doch nur ein. Natürlich auch sein, aber sind schon auf volle Pulle eingestellt. Die Musik ist jetzt auch nicht zu laut, glaube ich. Aber naja, na, da hat man gehört. Nein, ja, ich sollte vielleicht gucken, was da auf mich zukommt. Ne? So. Der wirft nichts mehr dahinter mir. Die, ich weiß bis heute nicht, ob das Frauen oder Männer sein sollen. Das sind halt Männer, die einfach nur so gekleidet sind, wie es sich in Arabien gehört, oder Frauen, die einfach wie Frauen gekleidet sind. Ich habe jetzt indirekt irgendwie die arabische Kultur beleidigt. Kann das sein? Verdammt. Soll ich dir helfen? Nein! Oh Mann! Wegen so dämliche Dinger hier gestorben. Brauche ich überhaupt das? Ja. So. Komm schon. Wenn ich jetzt verrecken würde, weil es so schwer ist, hatte ich ruhig halt verstanden, aber ich bin jetzt wegen so dämliche Sachen hier verreckt. Muss jetzt nicht sein. So. Wollt ihr denn, Mann? Was soll das eigentlich? Ist das so was wie Art Wäsche aufhängen in Arabien oder wie? Da machen halt so Leute, die aus dem Fenster gucken oder wie? Ganz normale Haushaltsarbeit. Aber ich spinne. Wird es euch nicht gefallen, wenn ich so aus dem Fenster gucke und irgendwie einen Molotow-Cocktail einfach so auf die Straße werf? Ist auch nicht witzig, da ist verdammt nochmal krank. Ich hätte gerne mal einen Checkpoint, weil langsam bin ich doch schon hier weit in die Level drinne. Nein, ist ein Checkpoint. Ausgezeichnet. Ich sehe mich doch schon da bei den Teppichen runterfallen. Wir werfen immer noch Feuer rein. Seht ihr, das ist so ganz normale Haushaltsarbeit wahrscheinlich. Wutsch! Sehr gut. Na. Ich gucke lieber mal da oben, ob da noch was ist. Und dann verpasse ich wieder. Oh nee. Ja, ich mache das lieber. Ich mache das wie bei den einen Boxen. Meine Güte, mach das jetzt. So, ausgezeichnet. Ich bin doch nicht irre. So lebensgefährlich. Ist ja, wie hoch wir oben sind. Ich bin nur ein Beuteltier, verdammt. Oh Mann. Zack. Wenn schon wieder eine Plattform. Wie kann man die aktivieren? Muss ich dafür erst die Level schaffen? Jetzt kann ich noch nie so ein Ding aktivieren. Schon raus, wenn irgendwie habe ich aber im zweiten Teil auch geschafft. So. Ich glaube, hier werde ich alle Kisten noch schaffen. Außer hier sind alle in dieser Bonus-Level, was ich doof finden würde. Hey. So. Da tut schon Pisser irgendwo einfach so ein Messer entgegenwerfen.
Die haben einen geilen Alltag, ne? Ich wusste es. Ja, ist wichtig. Bisher. So. Dann werden ja wohl 7 Stück noch irgendwo sein. Wie? Ich habe jetzt auch einen fliegenden Teppich, ne? Bams. Was machst du jetzt? Wupp. Okay, dadurch ist er sofort tot. Ja. Der Edelstein ist mein. Ich kann auch sagen, die Kristalle und die Edelsteine sind mein. Aber ich bin ja nicht so gierig. Doch bin ich. Bams. So. Warte ich nur, wenn man diese Plattform alle aktiviert. Keine Ahnung. Hätte man, das ist bestimmt so eine Nicht-Sterben-Plattform. Ich bin noch nicht gestorben von Anfang. Okay, ich bin gestorben, aber ich glaube, wenn man am Anfang zurückkommt, ist das doch nicht wichtig, oder? Oder? Hat Crash Bandicoot vielleicht das Airbagging erfunden? Also T-Bagging, Airbagging, ihr wisst schon. Okay, die hier. Was haben wir hier? Road Crash. Ich wollte schon Road Crash sagen. Da sollte ich vielleicht meine Augen offen halten. Weil da gibt es, glaube ich, was Schönes. Tut man auch fahren mit X, ne? Ja. Oder Kreuz. Mit X oder Kreuz. So, wir sind um 25. Geil. Erstmal alle Kisten sammeln, das ist das Wichtigste. Oh Mann. Ja. Oh Mann, au. Da, hi. Na, tsch, wie außerirdische. Oh. Und wo bringt mich das jetzt hin? Oh, hi. Na? Ich bin schon in einem neuen Level. Okay. War jetzt nicht so geplant. Hi, aber ich... Warum nicht? Und da ist so ein Zeitding. Alles klar. Oh, Mann. Dreh mal um, bitte. Okay, perfekt. So, es hat hier mehr so Open World mäßig. Was ist das denn? Willst du mich... Okay, ich muss das Nitro kaputt macht Dingen finden anscheinend. So, hier sind die Soundeffekte gut. Was soll das denn eigentlich? Oh, ein Checkpoint, ein Checkpoint. Geh mal aus dem Weg! Ich will den Checkpoint. Danke. Den hätte ich vielleicht viel später aktivieren sollen, nachdem ich schon voll viele Dinger hier gesammelt habe. Was haben wir denn hier noch? Oh Mann! Okay, suchen wir erst ein Nitro-Ding an. Ich hoffe wirklich, hier ist ein Nitro-Ding, weil sonst weiß ich nicht, wie ich da durchkommen soll. Na klar. Egal. Meine Güte, ist das Ding schnell. Are you kidding me? Hey, solange sie sich nicht bewegen, kein Ding. So ein Scheiß kann ich. Also nur punktgenau steuern und so kann ich. Aber oh, das ist ein Checkpoint, gut. So, wie viel haben wir in 14? Ich würde gerne noch ein paar sammeln, bevor ich das einsammle. Das ist schon schwieriger, habe ich so das Gefühl. Hey, geh mir aus dem Weg. Ich glaube, ich finde den Checkpoint gleich noch mal. Also nur da platziert, damit man hier seinen Fortschritt schafft, habe ich so das Gefühl. Das ist voll die geladene Action, ne? Ich langsam hier die Dinger einsammle, willst du mich auf den... Wie soll ich denn da reinkommen? Was?
Oh Mann. Ich hätte vielleicht noch nicht reingehen sollen, habe ich so das Gefühl. Sieht schon sehr schwierig aus hier. Ja, ich habe schwierig gesagt. Oh Mann. Oh, ich verstehe. Ja, bisher. Okay, solange nur so punktgenaue Sachen sind, kein Ding. Ich habe den Checkpoint aus Augen verloren, kann das sein? Ja. Hier war ich doch schon, glaube ich. Voll die Konzentrationsarbeit hier. Ja. Ist ja echt nicht so ein Dingen. Ja, die Dinger sind einfach. Nein, nein, zu wenig. Da ist ein Checkpoint neben denen. Das ist, glaube ich, nicht der gleiche wie vorhin. Boah, ich muss noch so vieles. Ich muss noch so viele finden. Verdammt, ich hätte hier noch speichern sollen. So, die sind alle zu Dinger hier. Leck mich! Einer. Geschafft! Nein. Nein. Ja. Sehr gut. Ist nochmal zurück, Mann. Da ist noch ein Checkpoint, geil. Habe ich mir nur eingebildet. Au. Den möchte ich gerne aktivieren vorher. Toll, wo ist der nochmal? Der wird lange dauern, die Level, habe ich das Gefühl. So, tu mal einfach mir noch. Das ist schon wieder ein Checkpoint, was? Ja, ein paar kann man auch gar nicht erst. Wupp, Finger weg von da. Ein paar kann man auch gar nicht finden. Bevor man nicht irgendwie die Dinger kaputt gemacht hat. Nein, 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 nein. Da, wenn ich jetzt wüsste, wo das Ding nochmal war. Bams. Nein, 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 nein. So, wo ist das Ding nochmal? War irgendwo hier, oder? Ich konnte einfach nur das Nitro-Ding aktivieren und dann nach Hause gehen. Weil das war jetzt so einfach, ne? Ich möchte eigentlich nicht nochmal hier in diese Level rein, wenn ich hier fertig bin. Aber irgendwo hier war das, glaube ich. Kann ich überhaupt bremsen? Ich weiß das gar nicht. So, wo ist das? War irgendwo hier in der Nähe. Wenn ich das Ding nämlich kaputt mache, dann ist es eine ganze Ecke sicherer. Aber wo? Da ist es. Und da ist ein Checkpoint, okay. Den möchte ich gerne danach aktivieren. Bams, ha! Ich muss noch die kleinen Dinger hier aufsammeln. Das hier ist jetzt einfach. Das brauche ich gar nicht mehr. Ja, so schwer ist das eigentlich nicht. Nein, Mann. Was? Ey! Ma! Das wäre jetzt voll doof, wenn ich. Die bewegen sich! Wenn ich dagegen fahren würde. Ja.
würde mich gerne so einfach nur umdrehen, anstatt zu fahren. So. Hey! Ich bin doch voll durchgegangen. Ich bin da durchgegangen, habt ihr genau gesehen, oder? So. Meine Güte, wo ist der Checkpoint hier? Komm her. Ist mir jetzt egal. Ist nur noch 11 Dinger finden. Da wird ja wohl noch zu schaffen sein. Irgendwie. Jetzt ohne Nitro-Zeug und so. Hier, da sind doch 2. Sind schon wieder so Sachen, hätte ich gerne eine Karte. So, zack. Was kommt jetzt? Ach. Bams. 8 Stück noch. 8 Stück noch. Dann haben wir das hinter uns. Bitte. Ich bitte dich. Da ist nichts mehr. Noch 7. Und wo sind diese 7 Auserwählten? Da ist das Ende. Oder der Anfang, mehr oder weniger. Kommt schon, wird aber noch zu schaffen sein, hallo? Weiß gar nicht, um mir 100% zu schaffen, muss ich da eigentlich alle Relikte noch finden, oder? Aber ich dachte, wenn ich da alle Edelsteine hab. Ich weiß das nicht. Ja, du. Hi, gehst jetzt mal weg. Das ist die falsche Richtung, Mann. So. Ich meine, auch erledigt. 5 Stück noch. Ich aber nur irgendwo finden, Mann. Letztendlich finde ich wahrscheinlich ein Checkpoint. Das wäre geil. Na komm. Ja, da. So. Noch 4. Zählt sie alle mit der Hand herunter, während ich sie sammle. Sei auch nicht schwer, ist nur sehr viel Fingerspitzengefühl. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, in solche Level hier zu sterben. Keine Ahnung, wie soll man denn hier irgendwie schnell sterben? Keine Ahnung. So, wo sind die letzten? Ich habe eine Menge Geduld und wir haben erst 19 Minuten. Ich habe noch Zeit. So. Sind auch keine. Da ist ein Checkpoint, geil. Upsala. Okay. Noch 3 und dahin habe ich auch noch eine gesehen. Das haben wir. Dann haben wir ja alle. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt noch eine. Und da habe ich gerade einen gesehen. Ja, die da. So. Ha, ha, ha. Wo ist das Ziel? Ich will raus hier. Ah. Sehr schön. Irgendwo hier war das doch, ne? Ah, 70. Wie habe ich das gemacht? Na, wo ist der Ausgang? War der da? Irgendwo am Ende, also einfach hier das Ding folgen, dann müsste ich ja wohl irgendwann das Ende sehen. Mann! Habe ich jetzt den ganzen Tag hier, den ganzen Part hier nur diese Level gemacht? Nee, ne? Davor habe ich doch noch hier diese arabische Level gemacht. Aber trotzdem 2 Level. Und einer von meinen Secret Level, sehr gut. Und die müssen wir auch noch ein Ding schaffen, ne? In Zeit. In Relikt-Modus. Time Challenge, oder was ich wie das Ding heißt. Supi. So, wo ist der verkackte Ausgang hier?
Ich finde ihn nicht, Mann. Da. Gib mir das. Danke. Tschüss. Er war ja ein Ritt. 20 Minuten lang. Hot Coco. Okay. Meine Frage ist jetzt. Nö, hey. Dann kommen wir später, keine Ahnung. So, bedeutet natürlich für uns, wir müssen immer noch diese Level hier machen. Gut zu wissen, aber ich werde erstmal froh, weil wir das geschafft haben. Kann ich ja hier speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. Wow, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.